Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in diesem Aquaring unterwegs und haben hier die drei Fische tatsächlich erledigt. Die ersten beiden durch Waffengewalt, den anderen durch ja, Elektroschock. Und gegen Ende der letzten Folge musste ich mein Inventar ein bisschen entschlacken, das habe ich jetzt getan. Und damit wir hier diesen Schlüssel aufnehmen können. Den Residenzschlüssel, genau. Und ich denke mal, somit haben wir auch diesen ganzen Bereich hier unten jetzt abgeschlossen. Wir prüfen den mal. Ah, Galerie. Das Wort Galerie ist eingraviert. Der Galerieschlüssel. Genau, den brauchen wir noch für die noch verschlossene Tür in der Residenz. Und somit ist der Aquaring abgeschlossen. Genau. Und, ah, wartet mal. Da unten ist aber noch ein, ach so. Ja, Freunde, hier ist nämlich noch ein Raum offen. Aber da drin ist ja die Wurzel der Pflanze 42 zu finden. Und der wollen wir jetzt im Moment noch nicht begegnen. Ich glaube, wir haben dafür noch nicht das richtige Zeug. Na, falls ihr euch erinnert ans Original. Da musste man ja ein sehr, sehr, ja, krasses Rätsel machen. Aber nun gut, Freunde, das Wichtigste haben wir jetzt hier, nämlich den Residenzschlüssel. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt einfach mal zurück in die Residenz, nehmen noch das grüne Kraut mit von dort. Also da ist ja noch ein Gang, da haben wir noch ein grünes Kraut liegen lassen. Und dann können wir auch direkt weiter erforschen. Ja, es ist ein ziemlich cooler Bereich hier, dieser Aquaring, gefällt mir sehr gut. Auch wenn der beim letzten Mal ja mit ein, zwei Fails verbunden war. Aber nun gut, das ist halt ein Blind-Let's-Play und ein Remake. Und ja, was das halt angeht, da kann man halt nicht alles wissen, auch wenn man es original gespielt hat, ne? Hier ist kein Wasser mehr. Na super. Das heißt, wir müssen das rote, grüne Kraut später ab. Okay, ich verstehe schon. Das heißt, wir müssen hier noch einmal runter. Ah, verdammt. Na gut. Dann nehmen wir halt das grüne Kraut erstmal nicht mit. Sondern gucken direkt, was da los ist. In der Galerie. So. Wieder zurück in der Residenz. Nennt sich das ja hier, aber ich nenne es Gartenhaus. Ich weiß auch nicht. So, wo war denn die Galerie? Der Bienenbereich ist das, ne? So, hier, Galerie. Genau. Dankeschön. Und geht da rein in die Galerie. So, dann bin ich mal gespannt, was uns hier jetzt nochmal erwartet. Oh, sieht aber nochmal anders aus. Sieht komplett anders aus hier. Okay, das ist interessant. Ja, ihr seht's, ne? Hier fliegen die Bienen rum und wir müssen uns beeilen. Alte Urkunden stehen auf dem Regal. Die meist stammen von der Stadt oder der Armee. Oh, es ist ein Museum oder sowas. Cool. Museum, ja. Na gut, aber wir müssen einfach hier laufen. Laborgeräte, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Könnte hier ein Experiment durchgeführt worden sein? Ja, wahrscheinlich. Ich kenne doch Resident Evil. Geh weg. Die machen zum Glück keinen Schaden. Kann man hier rein? Die Tür ist verschlossen. Okay. Oh Gott. Aber da hinten ist was. Was ist das? Was ist das denn? Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht. Sie hält etwas fest. Insektenspray! Ach, wie geil. Okay. Und dann ist ein rotes Kraut da hinten. Das brauchen sie jetzt nicht. Ja gut, das werde ich aber... Alter. Oh Gott, das ist ein bisschen viel gerade hier. Es ist zu gefährlich. Ja, zum Weitergehen. Okay. Aber wir können doch das Insektenspray hier rein. Wir können doch... Nein, geh weg! Wir können doch das... Wir können doch das Insektenspray hier rein... Brauchen sie es? Verdammt. Okay, das heißt, dass da kommen wir später hin. Das ist widerlich. Hier vorne müsste auch zu sein. Wenn ich mich recht entsinne. Hier ist noch ein rotes Kraut. Von der anderen Seite blockiert. Ach, jetzt geht doch weg. Lass mich da in Ruhe. Okay, das heißt, wir haben nur diese eine Tür hier erstmal zur Auswahl. Finde ich cool, dass sie hier ein Museum draus gemacht haben.
Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Genau, Freunde. Ihr seht's, ne? Wir haben hier drei... Ah, Moment. Okay. Wir müssen alle Lichter ausmachen. Oder was? Hä? Das haben sie anders gemacht. Das ist pink. Das ist grün. Okay, das heißt, wir brauchen die Hinweise scheinbar doch. Ah, okay. Wir brauchen die Hinweise aus der Bar hierfür. Okay. Gut. Dann haben sie das... Dann habe ich euch vor zwei Folgen Mist erzählt. Das war die Hinweise, die ich brauche. Im Original war es so einfach, du hast so lange gedrückt, bis es irgendwann alles rot war und dann war es gegessen. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich nicht mehr so. Okay, wieder neue. Wieder neue. Finde ich gut. Wie gesagt, das ist eigentlich fast ein neues Spiel, würde ich sagen. Also, was sie hier alles verändert haben, ist wirklich krass. Gut, dann gucken wir uns nochmal die Bar an. Da hatten wir ja diese drei Öllampen. Ne, mit den drei Symbolen. Genau, da hinten zum Beispiel. Das ist, die Lampe scheint rötlich, ja. Es ist nämlich rot, das zweite Feld, okay. Aber ich frage mich jetzt gerade... Das mit den Billardkugeln, ne? Also das zweite ist rot auf jeden Fall. Die Lampe scheint orange. Die erste ist orange, das zweite ist rot. Also 5, 3. Okay. Ich glaube, ich hab's schon. 5, 3. Oh, guck mal da. Die Bilder hier, Mensch. 5, 3. Was war das andere? Das letzte war grün, ne? Genau, weil ihr seht's ja hier, ne? Diese Augensymbole. Die gibt's oben auch und nach der Billardkugel ist da eine Zahl. Also, das erste war orange, das zweite war... Also 5, 3 auf jeden Fall und das letzte ist das grüne. Okay, ich hoffe, ihr versteht meinen Gedankengang einfach dazu. Ja, hier ist ja das zweite, ne? 5... Das erste war orange, also 5. Das zweite war 3 nach den Augensymbolen. Und das dritte ist jetzt die 6. Okay. Okay, 5, 3, 6. Orange, rot, grün. Weil ihr seht es ja hier, ne? 5, 3, 6 muss ich mir merken. Das hier ist ja das erste gewesen, ne? Orange. Also das Augensymbol halt. 5, 3, 6. War doch so, ja. Das letzte war grün, weil das Auge keine Wimper hatte. 5, 3, 6, okay. Und diese Lampe scheint rötlich, also ist das der zweite. Zweites Feld. Wegen den zwei Wimpern oben, ne? Genau, 5, 3, 6, merken wir uns das mal. Krass, dass man hier nochmal den Hinweis suchen musste. Finde ich interessant. Okay, 5, 3, 6, wie gesagt, im Original war das so einfach, ne? Da haben wir die Billardkugeln wirklich nicht gebraucht. Aber hier scheinbar doch. Okay, 5, 3, 6 also. Ich verstehe schon. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier rein in die Galerie. Oh Gott, geh hier rein, los. Das macht mich so nervös mit den Bienen, ey. So, 5, 3, 6. Ich hoffe, dass es das ist, weil sonst muss ich nochmal ein bisschen suchen. So, hier. Verriegelungsmechanismus für die Tür verwenden. Ja. Gut. Das erste ist dann nämlich die 5, das zweite die 3 und das dritte die 6. Hahaha. Mein Gehirn ist doch noch nicht so eingerostet. Okay. Wir können hier rein. Sehr gut. Okay. Cool. Das war auch ein einfaches Rätsel. Ah, ja. Und ihr kennt diesen Raum.
aus dem Original. Wir müssen hier tatsächlich was zusammenmischen. An der Wand steht geschrieben: 1 plus 3 ist 4, 4 plus 4 ist 6 ist 10, 1 plus 6 ist 7, 10 plus 7 ist 17, 17 plus 3 ist 20. Boah, genau, aber hierfür sind wir zu voll. Das ist leider so. Was haben wir hier? Wir haben hier Flaschen. Leere Flaschen. Was ist das? Da können wir erstmal noch nichts mit anfangen. An der Wand steht geschrieben: Wasser ist 1, Rot ist 3, Purpur ist 4, Gelb ist 6. So, ja. Da vorne stehen irgendwelche Rechenaufgaben. Aber hier können wir noch nichts mit anfangen. Okay, das ist dann jetzt die Frage, wo können wir dann weiter? Wir müssen irgendwas mit dem Insektenspray machen. Oder? Wir müssen irgendwas mit dem Insektenspray machen. Hä? Was müssen wir mit dem Insektenspray machen? Weil ich glaube, dass wir da tatsächlich weitermachen müssen. Weil da können wir noch nichts machen drin. Weil wir noch nicht die nötige Information haben. Aber hier ist auch noch was zu tun. Und irgendwie... So, ja, dann... Keine Ahnung. Das Insektenspray. Kann man das nicht nutzen? Okay, wir haben zwar die Tür aufgemacht, aber es ist zu gefährlich, um weiterzugehen. Ja, aber dann sprüh doch das Insektenspray da rein. Was ist denn daran so schwer? Er macht es nicht. Es ist zu gefährlich, ja. Einmal reinschießen oder so? Keine Ahnung. Jedenfalls sind die beiden anderen Türen ja zu, ne? Die Tür ist verschlossen. Auf dem Tür steht schon 03. Die ist ja von der anderen Seite blockiert. Ja, merkwürdig. Okay. Müssen wir da vielleicht doch noch was unten bei der Wurzel machen? Nimm das rote Kraut mit. So. Ah, jetzt lass mich doch in Ruhe, ihr ekeligen Biester. So. Ist jetzt die Frage, wo war das denn jetzt nochmal? Alte Urkunden stehen auf dem Regal. Ich weiß, von Standort der Stadt oder der Armee. Das heißt, wir müssen doch jetzt nochmal darunter. An der Wurzel nochmal gucken. Okay. Wir müssen nochmal an der Wurzel gucken, aber ich würde das gerne vorher nochmal abspeichern. Oder? Nee, komm, lass uns direkt darunter gehen. Was ist das? Was steht hier? Nee, okay. Wir brauchen noch eine gewisse Information. Wie ich das jetzt hier sehe. Und... Ja, dann gucken wir mal nochmal da unten. Na gut. Ich dachte, wir hätten es erledigt schon, aber scheinbar doch noch nicht. Ja, okay, da gehen wir nochmal. Da können wir auch das rote Kraut mit dem grünen zusammenmischen, aber wieder eine Vollheilung. Naja, das ist wirklich krass. Dann gucken wir nochmal bei dieser Wurzel, ob da nochmal irgendwas ist. Weil ansonsten weiß ich echt nicht, wo es hier weitergehen könnte. Wir müssen nämlich eine gewisse Chemikalie zusammenmischen, das weiß ich noch. So, eine Chemikalie, die wir da unten dann auf die Wurzel schütten können. Aber ist jetzt die Frage, ne? Bin ich hier richtig? Ja, ich bin gold richtig. Genau hier. Oder? Nee, Quatsch. Was mache ich denn? Hier rein. So, und dann nochmal in den anderen Bereich. So. Hier war ja auch noch... Ne, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Okay. Dann. Dok, 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 dok. Ich liebe diesen Sound hier. So. Dann hier mal durch. Gucken wir nochmal bei der Wurzel. Ob wir da vielleicht irgendein Dokument übersehen haben. Ja, wobei, hier waren wir doch auch noch nicht überall, oder? Hier in dem Bereich waren wir doch noch gar nicht.
Aber hier ist nichts. Nichts. Okay. Na gut. Ja, wobei, kommen wir da jetzt hin? Ja, wir müssen auf den mittleren Ring. Alles klar. Auf den mittleren Ring und dann da hinten rein. So, dann hier vorne. Oh, was ist denn hier jetzt? Die Wassertanks hier. Interessant. Sieht aus wie Eis. Aber okay. So, da ist, hier ist nämlich dieser Kontrollraum. Und hier ist die Wurzel. So. Haben wir hier irgendwas? Der Schrank ist völlig durchnässt. Es ist nichts Besonderes da. Da will ich nämlich lieber nicht zu nah dran gehen. Ja, schaut euch das an. Das ist die Wurzel von Pflanze 42. Boah, sieht schon richtig krass aus, ja. Da könnten wir drauf schießen, aber das bringt nichts. Lass das lieber. Toll, mein Schuss verballert. Ich Idiot. Nö. Hier unten ist leider nichts. Dann frage ich mich jetzt, wo diese fehlende Information ist. Ich vermisse nämlich hier das V-Gold. Mysteriös. Richtig mysteriös. Also, kein Plan. Bisschen rumirren gerade. Oder war das doch da oben in dem... Doch da oben in dem Chemikalienraum. Ist das nicht echt? Unsicher, wo das nochmal war hier. Weil, hey, wenn wir jetzt hängen würden, das wäre uncool, wirklich. Aber eigentlich haben wir diese Information direkt bekommen. Ich verstehe das nicht. Also mit Jill haben wir die Info gehabt. Direkt. Deswegen. Merkwürdig auf jeden Fall. Naja, wobei, es kann ja auch sein... Moment, wir checken nochmal alles in diesem Raum da oben. Wir checken da jetzt nochmal alles durch. Es kann ja auch sein, dass wir das vorher da schon stehen haben, ne? Weil Jill es ja schon gemacht hat. Wenn es so logisch ist, dann wird das so sein, dass wir schon VJ da haben. Aber gucken wir erstmal. Weil wenn wir uns erinnern, original war dieses VJ, da war das so, so bräunlich. Ne? Sah aus wie... wie Pisse. Sorry, aber es ist so. Aber wie gesagt, gucken wir erstmal. Vielleicht brauchen wir diese ganzen Gläser gar nicht. Wer weiß. Vielleicht brauchen wir das gar nicht. Und die liegen einfach noch da rum, weil Jill das ja schon gemacht hat. Ich hoffe, dass das so ist. Dann haben wir nämlich jetzt einfach nur 5 Minuten verschwendet. So. Gibt's hier schon V-Jolt? Hier hinten das. Da, guckt mal. Das ist doch so gelblich. Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen sie diese leere Flasche nicht mitzunehmen. Aha. Okay. Also Chris kann hier nichts machen. Okay, also das heißt, wir brauchen schon mal die leeren Flaschen nicht. Aber hier ist doch... Das sieht doch so aus hier wie V-Jolt. Asymmetrik. Nee. Leere Flasche nicht mitzunehmen. Aber was hat's denn dann hier mit diesem ganzen Raum auf sich? Ist das hier VJ oder was? Sie versteht nichts von mir. Hier ist aber auch kein Dokument oder so, ne? Was uns hier irgendwie weiterhelfen könnte. Brauchen wir diese leere Flasche nicht mitzunehmen. Irgendwas ist hier merkwürdig. Gibt es hier sonst noch irgendwo irgendeinen Bereich, wo ich noch nicht war? Ja, da hinten der Bereich, ne? Aber... Die Residenz, der Innenhof? Im Innenhof sind nur Kräuter. Da können wir nichts machen.
Irgendwas muss hier sein. Hä? An der Wand steht geschrieben. So, da haben wir die Zahlenkombination. Und hier hinten ist... Ach, ja, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Oder steht es hier irgendwo? Ist hier irgendwo ein Dokument? Ich sehe nichts, ne? Ich sehe hier nichts. Ach, die Bienen hier. Ich sehe hier... Ah, Leute. Und irgendwas mit diesem Insekten... Aber das ist für Insekten und keine Pflanze. Moment. Wie kommen wir denn da noch hin? Irgendwas ist doch hier. Ich wollte mich verkackeiern, kann das sein? Insektenspray? Prüf das mal bitte. Prüfen. Ein Pumpkanister enthält eine Menge Insektenvernichter. Ja, aber wir können es ja nicht nutzen. Wir können es ja beim Bienennest hinten nicht nutzen. Und die, Moment, können wir es hier vielleicht? Nö, brauchen sie natürlich nicht, ne? Aber ich weiß ja, was dahinter ist. Da ist auch ein Rieseninsekt. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann vielleicht hier an dem Typen? Ich bin hier gerade... wir sind im gelben Bereich. Die schaden uns. Was müssen wir... Es ist so gefährlich zum Weitergehen. Ja, aber dann nutzt doch dieses Insektenspray. Verwenden. Brauchen sie jetzt nicht. Ich kann da auch eine Blendgranate reinschmeißen, theoretisch. Oder reinschießen. Ich schieße da jetzt einfach mal rein. Ne, ich könnte die Bienen zwar kaputt schießen, aber... Oh Gott, die machen mir ganz schönen Schaden. Um Himmels Willen, okay. Alter. Okay, renn raus hier, los. Um Gottes Willen. Die machen ganz schönen Schaden. Die machen einen ganz schönen Schaden hier. Okay, geh raus. Das ist jetzt komisch. Wofür brauche ich diesen Insektenvernichter? Ich wollte sowieso zum Speicherraum. Hä? Hä? Verstehe ich gerade nicht. Okay. Gucken wir uns gleich nochmal in den Dokumenten um, ob wir da irgendwas... Ja, keine Ahnung. Ob wir da irgendwas übersehen haben oder so, so dann... Das muss hier sein. Es kann nicht sein, dass wir jetzt nochmal zurück ins Herrenhaus müssen. Es muss hier irgendwo sein. So, dann einmal heilen, bitte, Chris. Du bist, glaube ich, im orangenen Bereich, ne? Das ist orange, ja. Ist das ein gemischte Kräuter, eine Mischung? Ja, okay, das ist perfekt, nämlich für den orangenen Bereich. Verwenden. So, dann geht's uns wieder gut. Und, ja, da müssen wir jetzt gucken, was wir damit... Oder alle Bienen kaputt machen. Nee, oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Insektenspray. Wozu brauchen wir das? Und haben wir vielleicht hier in den Akten irgendwas... Innenhofresidenz. Hier, Bericht zu Pflanze 42. Da steht aber auch nichts drin mit den, Ah, wir konnten diese Chemikalie bislang jedoch nicht isolieren. Zerstörte den Aquaring. Das ist wahrscheinlich das eine der Chemikalien im Wasser. Okay. Wir nehmen an, dass diese Schlingen... Ja, okay. Was hat es hier mit auf sich, Freunde? Familienbilder und Notizen. Nee, das ist das von Lisa? Selbstmordbrief. Das kann es ja auch nicht sein. Nee. Hä? Kann man das vielleicht...
Wartet mal. Den hier mit Feuerzeug? Nee. Dass man da... Nimm mal die Pistole und schieß mal die Bienen kaputt. Ich weiß es ja nicht, ne? Also... Haben wir es denn gespeichert? Ich glaube, wir speichern erstmal. Nicht, dass wir hier irgendwie Munition verschießen und, ja, dann ist es nutzlos so ungefähr. Verdammt. Wie geht's hier weiter? Pappern verwenden. So. Speichern beendet. Irgendwas muss man doch mit den Bienen da machen können. Oder mit dem Insektenspray. Verdammt nochmal. So. Gut. Geh hier raus und ich schieße jetzt mal die Bienen kaputt. Mal gucken. Weil er muss doch da das Insektenspray reinschütten. Irgendwas muss da doch gehen, verdammt nochmal. Da kommen die Bienen immer wieder. Das wäre natürlich gemein, ne? Wenn die Bienen immer wieder kommen würden. Aber gut, wir haben es ja gespeichert. Ich kann es ja immer wieder laden. Wartet mal! Hier vorne! Hier vorne ist doch so ein Loch. Insektenspray. Okay. Wir haben's. Wir haben es doch noch geschafft, ohne Munition zu verbrauchen. Ach, sehr gut. Hab ich's geblickt, ey. Hat auch nicht, gar nicht lange gedauert. Falscher Raum. Idiot. Aber hey, ich hab's geblickt. Okay. Ihr werdet euch wahrscheinlich wieder die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagt euch, das war doch easy. Ja, ich weiß, dass das easy war, aber da muss man erstmal drauf kommen, während man das zum ersten Mal spielt. Okay, dann sind jetzt auch die Bienen hier weg. Danke. Danke. Die waren echt eklig. So, dann können wir doch jetzt mal da hinten gucken, was wir da haben. Das Insektenspray sollte jetzt weg sein, ne? Ja, wunderbar. Gut, dann können wir hier rein. Boah, ist das heftig. Und wir haben einen Residenzschlüssel. Sehr gut. Sonst noch irgendwas? Nö, okay. Zum Glück habe ich das mit dem Loch noch geblickt, ey. Ohne Scheiß. So, Residenzschlüssel. Es geht weiter, Freunde. Residenzschlüssel 003. Tada. Das heißt, wir kommen jetzt in den Raum 003. Ja, sehr cool. Das ist nämlich ein normales Hotelzimmer, denke ich. Hotelzimmer. Residenzzimmer. Genau, hier 003. Brauchen wir nicht mehr. Gucken wir uns doch mal hier drinnen um. So. Freunde, was gibt's hier? Zombie? Nein. Aber da blinkt schon direkt was. Farbbänder. Lass erstmal liegen. Ein Bild eines Hauses hoch über einem Wald. Es sind... Oh! Da könnte man speichern. Ist hier auch ein... ist nur eine Schreibmaschine, ne? Klar. Und hier muss das rote Buch rein. Das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Lass erstmal. Ein altmodisches, aber solides Bett. Genau, hier müssen wir... was ist das denn? Fledermäuse oder sowas. An der Wand befindet sich eine riesige Pflanze. Die ist von einem Schwarm wütender Motten umgeben. Okay, Pflanze 42. Dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. Okay, ein altmodisches... Okay, aber das heißt, hier können wir weitermachen. Müssen aber trotzdem nochmal in den Speicherraum dackeln. Das machen wir jetzt noch, Freunde. Ich habe jetzt so viel hier Zeit verbraucht. Ich hänge wieder 5 Minuten dran an die Folge. Ist einfach so, muss einfach sein. Ja, damit wir hier auch ein bisschen Fortschritt haben, ne? So, okay, dann ab in den Speicherraum mit uns. Die Bienen sind ja zum Glück endlich weg. Ja, zum Glück ist mir der Gedanke noch gekommen, da mal zu checken, ne, mit dem Loch.
Ob es da vielleicht geht. Oh Gott, die Pflanze lebt ja noch, deswegen können wir hier nicht drüber. Gut, wir sind schon ziemlich lange hier in diesem Gartenhaus, ne? Finde ich echt interessant. Aber hey, wir haben die Haie besiegt beim letzten Mal. Und haben jetzt hoffentlich den nötigen Hinweis für Fauriold gleich, wenn wir dann das Buch da einsetzen. So, gut. Dann Farbbänder kombinieren. Das kann raus. Und dann würde ich sagen, nimm das rote Buch mit. Und das kann so bleiben, genau. Sehr schön. Okay, dann gucken wir uns das mal an mit dem roten Buch. Und da war ja auch noch ein kleines Zimmer. Das gucken wir uns jetzt auch noch kurz an. So, hoch mit dir, Chris Redfield. Unser Held hier. So. Aber mich würde gerade interessieren, was wäre passiert, wenn wir Jill gespielt hätten? Wäre da auch dann alles so anders oder wäre es dann genauso wie im Original? Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Mit Jill wäre da auch ein Unterschied zu sehen. Ganz klar. Denke ich schon, ja. Oh, schon 2 Uhr. Meine Güte. So, dann. Bei Fauriold Raum brauchen wir erstmal nicht. Aber dann frage ich mich auch, gerade wie eine Musik hier. Da frage ich mich jetzt wirklich, wozu brauchen wir diesen Fauriold-Raum? Ist gerade sehr mysteriös, aber gut. Gucken wir erstmal ran. Zombie? Kein Zombie, aber hier ist wieder Wasser. Voller Schmutzwasser. Zieh den Stift raus. Was kommt da zum Vorschein? Da ist etwas in der Badewanne. Ja, was denn? Ein Dolch. Okay. Nehmen wir gerne. So, und sonst noch irgendwas? Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Ja, das ist Pflanze 42. Monströses Ding auf jeden Fall. Sonst gibt's hier nichts. Nur ein Dolch. Okay. Sagt er noch was? Die Regale sind voller diverser Seifen und Kosmetika. Alles Produkte der Marke Umbrella. Ja, ne, Umbrella ist hier allgegenwärtig. Allgegenwärtig. Und. Ja. Doof, doof. So, okay. Dann setzen wir mal das Buch hier vorne ein. Das Regal, ja. Ein weißes Buch mitnehmen. Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, Tyrannenvirus, sind bereits an anderer Stelle dokumentiert. Bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe, UMB Nummer 20, einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Aha, wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben. Fauriold, da haben wir es. Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von Fauriold direkt auf die Wurzel der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligen Absterben führen. Wow. Fauriold lässt sich durch die Mischung der Chemikalien VP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßem Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Krass. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. UMB Nummer 3, rot. Gelb 6, gelb. UMB Nummer 7, grün. UMB Nummer 10, orange. VP 017, blau. Fauriold, dunkelbraun. Das war der Hinweis, den wir gebraucht haben, Freunde, um da jetzt was zu machen. In dem Raum. Die Einbände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. 2 Bücher vertauschen? Ja. Oh. Ah, hier war nochmal ein Rätsel. Bandage with Blood. Okay, wir müssen hier was vertauschen. Sehr interessant. Vertauscht die Ball. Ah, wir müssen einen Frauenkörper zusammenbauen. Okay, ich verstehe schon. Machen wir das mal so. Dann haben wir es ja schon fast.
Nein. Ah, mach weiter. Seine Atmosphäre zu bilden. Zwei Bischöfe. Das ist cool. So, hier. Ja. Und wir haben's. Und da öffnet sich eine neue Tür für uns. Alles klar. Gucken wir uns die noch kurz an. Ich weiß, wir haben schon 35 Minuten, aber... Was? Oh nein! Zum Glück haben wir gespeichert. Ohne Scheiß. Was? Scheiße, kommen wir hier raus? Ich will nicht so gegen die kämpfen. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Einfach vergessen. Nein, gibt's nicht. Nicht so, Freunde. Oh, und ihr seht's. Hier ist die Tür. Okay. Warum ist die Tür wieder zu? Okay, ihr seht's, ne? Das ist Pflanze 42. Aber hey, wir haben keinen Schaden genommen. Und, gut, haben wir 4 Plätze frei? Nein, okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir jetzt zum Speicherraum und machen dann die Folge beendet, zu Ende. Und, ich werde mal ein bisschen Inventarplatz frei machen. Weil für dieses VJ-Gemisch brauchen wir tatsächlich alle 4 leeren Flaschen. So. Dann müssen wir das hier tatsächlich auch machen. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir das nur mit Jill machen muss. Aber okay, dann machen wir es halt auch mit Chris. Weil es ja ein cooler Bereich. Aber alles klar. Freunde, würde ich einfach mal sagen, jo, wie es dann weitergeht mit dem VJ-Mission, sehen wir da beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie gesagt, wie es da weitergeht, sehen wir da beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.